kann etwas so Wunderschönes sterben? Eine Plage vernichtet das Land, aber der Baum des Lebens steht noch. Fragt sich nur, wie lange noch? Das Ende kommt in die neue Welt. Die Stämme sind gespalten. Sie brauchen jemanden, der stark genug ist, sie zu einen oder alle zu unterwerfen. Dies ist eine Geschichte mit einem ungewöhnlichen Anfang. Daher wird das Ende auch ungewöhnlich sein. Willkommen bei Biomutant. Ja, und damit Hallihallöchen und herzlich willkommen. Es ist endlich soweit, der 25. ist angebrochen. Es ist, jetzt, wo ich es aufnehme, ist Sonntag. Wo ihr es seht, ist Dienstag. Wir haben das schon seit Donnerstag. Aber wir dürfen es halt noch nicht raushauen. Wobei es einige schon rausgehauen haben, aber wir dürfen es halt nicht. Wir spielen Biomutant. Wir haben schon mal ganz kurz angefangen und dann kam ja leider der Copyright Strike. Weil, ja, weiß ich nicht. Ich habe den bekommen, aber es sind so viele andere Streams da, ich verstehe es nicht. Aber es ist ja auch egal. Wir fangen jetzt auf jeden Fall an mit neues Spiel und erstmal gehe ich nochmal ganz kurz in die Einstellungen. Es tut mir leid, wir gehen nochmal ganz kurz in die Einstellungen. Wobei ich meinen HUD ein bisschen kleiner mache, weil, damit das Bild einfach ein bisschen schöner wird. So, und das Wichtigste ist Audio. Oh, haben wir, ist alles abgespeichert. Schön, hat er alles abgespeichert. Stimmt, wir haben ja einfach nur ausgemacht. Okay. Wir gehen ins neue Spiel, würde ich sagen. Wir spielen wieder auf leicht, weil ich möchte viel lieber leicht spielen. Es tut mir leid, aber ich spiele lieber auf leicht. Wir gehen jetzt sowieso erstmal in die Charaktereinstellung. Wir fangen alles nochmal von vorne an, ne? Ja, hat ja sowieso nichts gespeichert, wie man gesehen hat. Wir machen alles nochmal wieder von vorne. Codiere deine DNA. Ja, aber wir machen wohl voraussichtlich dasselbe, wie wir auch vorher gemacht haben. So, ich kann ja trotzdem nochmal vorlesen. Spezies wählen. Die Urläufer sind eine sehr gewandte anthropomorphische Spezies. Als Hybrid hat ihre Genmutation sie flink und wendig gemacht. Allerdings auf Kosten eines höheren Intellekts. Also dumm. Ein Dumdo? Von allen anthropomorphischen Spezien gehört die Dumdo zu den am wenigsten entwickelten. Die Hybridwesen kompensieren ihre mentale Schwäche mit Körperkraft. Rex. Die Rex sind ein außergewöhnlich weit entwickelter anthropomorphischer Spezies. Der DNA-Strang dieser verstoßenen Hybridwesen hat sich physisch und mentalen Herausforderungen gleichermaßen angepasst. Hühler. Die Hühler sind eine anthropomorphische Spezies mit regenerativen Eigenschaften. Eine Genmutation hat die Hybridwesen extrem robust und widerstandsfähig gemacht. Fipp. Fipp sieht so doof aus. Die Spezies der Fipp ist bekannt für ihren hochentwickelten Verstand. Ihr genialer Geist ist eng verflochten mit der KI-Kräften, was ihr psionische Energie noch verstärkt. Morgel. Die Morgel gelten als Inbegriff einer idealisierten Spezies. Im Laufe ihrer evolutionären Entwicklung haben Form und Erscheinung die Oberfläche über Funktion gemacht. Was für uns eigentlich so... Eigentlich, wir waren Dummdonnen, ne? Aber ich wäre tatsächlich eher für den Urläufer, weil der flink und wendig ist und wir gehen tatsächlich ein bisschen auf Geschick. Ich wollte tatsächlich ein kleines bisschen auf Geschick gehen. Deswegen gehen wir hier, es stottert ein kleines bisschen. Lege die Anfangsattribute dieses Charakters fest, um genaue Beschreibungen, ja. Definiere deine genetische Struktur. So, da können wir natürlich uns wieder hier richtig wunderschön machen. Der sieht so böse aus. Der sieht aber immer noch am coolsten aus. Wenn ich hier auf Vitalität gehe, ich sehe als. Oder Stärke, das sieht halt auch einfach nur. Das sieht halt auch einfach nur übel doof aus. Ich meine, mit Wendig kann man noch so ein bisschen arbeiten. So ein bisschen fuchsähnlich. Okay, so ein bisschen fuchsähnlich hat aber auch was, ne? Aber wenn wir jetzt auf Stärke und Agilität gehen, sehen wir halt auch komplett doof aus. Charisma, dann sind wir halt hübsche Dude. Vitalität sind wir halt einfach nur fett. Stärke sind wir einfach nur Oberkörperfett. Agilität werden wir ganz dünn. Intelligenz werden wir ganz klein. Und aber wie gesagt, ich möchte eigentlich hier so ein bisschen zwischen Agilität und Stärke nehmen, weil das wird, ja, das wird meins werden. Gehe ich mal von aus. Agilität, Stärke, gut, Vitalität ist da ein bisschen... Ich gehe ein bisschen mehr auf Agilität, weil wir denn auch ein bisschen... Weil wir dann tatsächlich auch so ein bisschen besser aussehen. Und ich möchte ja... Es... Ja.
Es kommt halt auch einfach ein bisschen auf Intelligenz an. Okay, Bewegungsgeschwindigkeit ist Agilität nur. Aber so ist, glaube ich, gut. Wir nehmen einfach Wähle so. Wähle eine genetische Widerstandskraft. Ja, genetische Widerstandskraft. Hitze, Biogefahr, Kälte, Radioaktivität. Ich lasse es komplett in der Mitte, weil ich nicht weiß, was uns am meisten erwartet oder was das Schlimmste ist oder was weiß ich. Deswegen lassen wir uns einfach Wähle da. deinen Fellstil. Da in der Mitte. So, Fell fällt mir schwer, aber. Das sieht doch eigentlich ganz schick aus. Ich möchte so ein bisschen Definierung am Auge haben. So eigentlich. Eigentlich finde ich es so gut. Bestimme deine Schwarz. Hauptfarbe. Warte, halt. Ich möchte schwarz werden. Wähle deine Detailfarbe. Ich möchte tatsächlich einfach nur schwarz sein. Wähle eine Klasse. So, die Klassen. Scharfschütze. Scharfschützen sind trickreiche, begabte Gauner, die ein Leben außerhalb von gerecht und gesellschaftlichen Werten gewählt haben. Kommando. Kommando wurde als Agent einer Elite-Sondereinheitstruppe ausgebildet. Kommandos sind die Arbeit in kleinen Teams gewohnt. Psi-Freak. Wobei der einfach nur Stil hat mit Psi-Freak, aber gut. Psi-Freaks experimentieren mit psionischen Kräften und Mutationen. Sie sind meist Ausgestoßene, die am Rande der Gesellschaft leben. Saboteur. Das wird unser sein. Der Saboteur ist ein gerissener, fähiger Kundschafter, ausgebildet für verdeckte Operationen sowohl in Vororten als auch in der Wildnis. Wächter. Wächter widmen sich voll und ganz dem Schutz eines Hauses. Sie setzen sich für die Organisation als Ganzes ein und sind felsenfest von ihrem Dogma überzeugt. Saboteur. Weil Scharfschütze, ich möchte nicht schießen. Die Fernkampfwaffen werden sofort nachgeladen und dein nächstes Magazin erhält 20% Schaden. Kommando. Angriffe mit Fernkampfwagen fügen deinem Ziel 10% zusätzlich Schaden zu. Psi-Freak. Kommando. Oh, der Psi-Freak hat noch... drücke die Taste, auf die du deine Fähigkeiten gelegt hast, um einen Funkenball abzufeuern. Damit wirfst du einen Ball in die Richtung, in die du schaust und fügst dem getroffenen Gegner einen Schaden zu. Deine KI-Regeneration wird um 20% erhöht. Saboteur. Nahkampf-Doppelwaffenfähigkeiten rüste zwei verschiedene Einhand-Nahkampfwaffen aus, um beide gleichzeitig zu führen. Deine Energiekosten fürs Ausweichen werden reduziert. Wächter. Die Grundrüstungswerte werden um 10% erhöht. Saboteur. Wir nehmen den Saboteur. Nur noch so zur Info, die Folgen, also ich werde zwei Folgen jetzt machen, eine Stunde und dann heute Abend um 18 Uhr werden wir einen Livestream davon machen, und damit wir wieder auf dem aktuellen Stand sind, ne? Deswegen werde ich jetzt einfach den Saboteur wählen und wir Saboteur gewählt. Und wir starten mal rein, wa? Falschen, ja, wir können halt nicht so gut falschen. Crit, weiß nicht, warum mein Crit jetzt auf runter geht, auf 4%, aber... Ist in Ordnung, ist so. Gute Wahl. Ich weiß, gute Wahl. Bewegen. Um dich umzusehen, Hier ist jemand mit einer schwierigen Vergangenheit, im Zentrum einer laufenden Geschichte stehend. Ich habe also eine schwierige Vergangenheit. Oh Mann. Katzensprung. Ich bin sehr gespannt, wie sich das alles abläuft. Du stehst bereits an einer Kreuzung. Zu leben heißt, dem Leben eine Richtung zu geben. Wer keine Entscheidungen trifft, kann genauso gut aufhören. Doch du stehst nicht nur an einer Kreuzung, sondern auch vor einer Wahl, dem Abbild deines Ki, der Urenergie, die alles durchfließt. Tja, ich bin dunkelrot, wie in Stärke und Kraft. Ich bin hellblau, ich stehe für Freiheit und Loyalität. Wir haben im Stream dunkelrot gewählt. Wir werden jetzt auch wieder dunkelrot wählen. Wir sind der Böse. Darf ich mich vorstellen? Ich bin deine dunkle Seite, deine innere Stimme, um genau zu sein. Ein Echo des Gleichgewichts und der Konsequenzen deiner Taten auf deinem Weg. Ich glaube, das Dunkle ist nichts für mich. Ich bin eins mit der Dunkelheit. Wir nehmen wieder Ich bin eins mit der Dunkelheit, weil wir halt auch einfach ein Saboteur und ein Dieb sind. Und da... Ja, Saboteure und Diebe sind halt immer die Schlingel in der Welt und deswegen sind wir auch einfach ein dunkler nicht Schlingel. Nicht zu fassen, dass du dieses Ding mir vorziehst. Aber ich warte hier auf dich, falls du es dir anders überlegst. Dieses Ding? Ich bin direkt hier. Darf ich dich daran erinnern, dass wir zwei Hälften derselben Sache sind? Ich bin lediglich die bessere. Bessere Hälfte?
Mein Weg ist besser und heller. Durch Licht kann man das beste Ergebnis leichter sehen. Das beste Ende ist das, bei dem du entscheidest. Und darauf scheint es bereits hinauszulaufen. Okay. Wir haben uns für dunkel. Aura einigermaßen dunkel. Wir haben uns für dunkel erschienen. Ja, was soll ich sagen? Dunkelheit ist halt immer das Böse, weißt du? Rechts ist immer das Rechte. Manchmal kann wohl auch links das Rechte sein. Ja, wir gehen jetzt links. Weil da auch der Dunkelheit-Typ war. Unsere Dunkelheits-innere Stimme. Die natürlich viel cooler war als die helle innere Stimme. Und wir sind tot. Hinter mir? Ich hab einen Schatten gesehen? Nö. Ich hab nur Fantasien gesehen. Okay, wir haben Ausdaueranzeige. Das ist immer... Kann es sein, dass wir direkt hier auch angekommen wären? Da liegt ein Geschichten Pony. Von Tod und den zurückgelassenen Toten. Eine Mahnung, dass man der Gejagte und der Gnade der Natur ausgeliefert ist. Das arme Pony. Fleisch des Fleischfressers. Neuer Quest. Okay. Untersuche die Zniege. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das hier einfach der helle Weg gewesen ist. Es wäre vollkommen egal gewesen. Da ist nur ein Schild tot voraus. Ich glaube, es war auf der anderen Seite nicht. Na gut. Ich sehe schon, worauf es hinausläuft, weil wir es im Anfangsding gesehen haben. Wir werden gleich von diesem Bombenwerfer angegriffen und müssen daran fliehen. Erinnerst du dich an die Bestie, die deine Familie zerstört hat? Oder hast du dich entschieden, sie zu vergessen? Du hast dieser Welt den Rücken gekehrt und dich in deiner eigenen verirrt. Unterdessen ist der Jäger nur noch stärker geworden. Sehr gut. Entschuldigung, war abgelenkt. Was? Ärger noch? Achso, parieren ist, okay. Wir üben ja noch. Das war, glaube ich, jetzt eher Zufall. Aber ja, das kennen wir ja noch so einigermaßen vom Anfang. Lauf lieber weg. Dies ist weder die Zeit noch der Ort für dein Ende. Na gut. Das kennen wir ja mit der Bombe. Biomutant. Das Ende. Durchgespielt. Wir durften ihn nicht dieses besiegen. Dieses Mal war es am besten wegzulaufen und den Kampf an einem anderen Tag auszufechten. Hoffentlich bist du bereit, wenn dieser Tag kommt. Okay, das Ding wird uns gleich sowas von besiegt. Versuch es nochmal. Diese Geschichte braucht eine Heldenfigur. Ja, Entschuldigung, wir müssen scheinbar weglaufen. Lauf, oh Gott! Mach die Tür zu! So, jetzt kann ja nichts mehr passieren. Wir kommen aber auch nicht mehr zurück. Okay. Boah, ich weiß nicht, ob ich das auf der Demo gespielt habe. Doch, ich glaube, hier war ich in der Demo bei... Auf der Gamescom damals gewesen. Das, was hat... Worüber? 2017 war es, glaube ich. Der Räuber
ist nicht die einzige Bedrohung. Mit Beginn der Endtage begann die Tierwelt zu mutieren und der Baum des Lebens begann zu sterben. Wirklich. Beweg dich auf einen Gegner zu, um mit Nahkampfangriffen ihm zu zielen. Richte die Kamera auf einen Gegner, um mit Fernangriffen auf ihn zu zielen. Um einen Fernangriff in der R1. KI wird zum Ausweichen für Mutationen und Spezialangriffe eingesetzt. Wenn du keine KI-Energie mehr hast, kannst du diese Aktion nicht ausführen. Deine KI-Energie regeneriert sich sowohl in als auch außerhalb des Kampfes. Genau, deswegen bin ich nicht Scharfschütze, weil ich ein ganz furchtbarer... Mitten ins Gesicht. In your face, Alter. Einer weniger. Sieht hochprofessionell aus, was ich mache, ne? Es gibt leider keinen Gegner anvisieren. Klatsch, klatatsch. Es gibt irgendwie keinen Gegner anvisieren, leider. Öffne die Tür. Oh. Bist du tot, oder was ist das für ein Symbol? Ich glaube, das war ein Ich-bin-leider-gestorben-Symbol. Sünde. Ja, wir öffnen gleich die Tür. Ich frage mich, ob wir vorher Menschen lebten, weil im Endeffekt hier Gebäude stehen, Betongebäude stehen, es stehen Autos hier, es, ja. Komm hier rüber. Ein Schreibtisch, der ist eindeutig zu groß für uns. Deswegen, irgendwie, ja, es muss schon mal Menschen gegeben haben. Erkunde Bunker 101. Elektrisches Modul. Selten. Du hast einen Spezialeffekt-Zusatzteil für Waffen gefunden. Bring es an deiner Fernkampfwaffe an, damit sie einen zusätzlichen Schadensart hinzugefügt kann. Solange die Munition reicht. Gegen diese verschiedenen Waffenspezialitäten sind einige Gegner besonders anfällig. Andere wiederum resistenter. Setze sie klug ein. Okay, Seltenheit. Elektrisches Modul. Ausrüsten. Waffenzusatzteil. Bring das Spezialeffekt-Zusatzteil an, indem du es über das Schnellmenü für Verbrauchgegenstände auswählst. Halte Folgendes gedrückt, um Menü zu öffnen. Nein. Peng, Peng, Bosak, irgendwas. Das sind unsere Nahkampfwaffen. Aber... Oh Gott, oh Gott. Charakter, Aura. Aura. Einigermaßen dunkel. Ein einigermaßen dunkler Aura steht für ein Unvermögen, um moralisch richtiges Verhalten falsch zu unterscheiden. Aura. Aura und Psi-Kräfte. Für die Entscheidungen und Interaktionen kannst du Psi-Punkte erhalten, mit denen du an Psioniken, Totems Kräfte freischalten kannst. Bestimmte Kräfte kannst du nur mit einer dunklen Aura freischalten, andere nur mit einer hellen. Kinderlingens-Aura. Als Kindling hast du eine separate Wertung und die Entscheidung, die du in diesen Dialogen triffst, haben Einfluss darauf, wie sich die Charakter an dich als Kindling erinnern. Oh Gott, oh Gott. In diesem Abschnitt kannst du deine Ausrüstung und Waffen ändern. Das Kreissymbol repräsentiert einen Teil des Körpers, der mit Ausrüstung ausgestattet werden kann. Die gefundene oder die beim Händler gekauft wurden. Deine Favoriten kannst du im Optionsmenü speichern. Du kannst deine Ausrüstung nach unterschiedlichen Werten sortieren. Du kannst die markierte Ausrüstungsteil verschrotten, um Herstellungsressourcen zu erhalten. Drücke Dreieck. Da ist Fernkampf. Jeans. Rumpf. Für Gesicht haben wir noch nichts. Im Kopf haben wir noch nichts. Rechte Schulter. Linke Schulter. Nebenhand, Haupthand. Diese Waffe braucht Beschäftigung. Okay. Na gut, ich gehe mal davon aus, dass es schon drin ist, das Modul, weil wir haben ja eigentlich Ausrüsten gedrückt. Rein theoretisch hätte es drin sein müssen. Oh, Medikit.
Du hast einen Medizinvorrat gefunden. Solche Taschen erhalten Gegenstände, die dir helfen, dich zu heilen. Deine Gesundheit regeneriert sich im Kampf nicht automatisch. Du musst Verbrauchsgegenstände konsumieren oder andere Heilungsmöglichkeiten finden. Ein Verband. Eine Mulbinde. Du kannst eine Bandage verwenden. Halte dazu die Taste für das Schnell-Auswahlmenü gedrückt und wähle sie aus. Wir können uns halt heilen. Jetzt haben wir zwei Optionen. Wir gehen erstmal durch diese Option, weil diese Option ist nicht die Option, in die wir rein müssen. Wir scheinen in einer Menschenwelt zu sein. Weil wir können definitiv auch kacken gehen. Okay, doch nicht. Wir finden einfach eine Mulbinde. Im Klo. Aber natürlich. Bestimmt noch gut. Und bestimmt super desinfiziert. Jeder weiß, Urin und alles, das ist Desinfizierung pur. Hi, Welt. Ich weiß immer noch nicht, wer hier dieser Jiminy ist, der mit uns rumhüppelt, aber wir werden es herausfinden. Der Ölschlamm ist überall. Für die meisten bedeutet er den sicheren Tod. Doch manche konnten sich an die neue Umgebung anpassen. Die Evolution fand ihren eigenen Weg. Denk daran, gegnerische Angriffe zu parieren. Wenn Gegner angreifen, siehst du Blitze über ihren Köpfen aufleuchten. Drücke dann L1. Ich habe L1 gedrückt, aber... Haben sie besiegt? Den auch? Plündern. Oft kannst du von gefallenen Gegnern Heilungsgegenstände erhalten. Geh zu einem hervorgehobenen gefallenen Gegner und drücke Dreieck. Denk daran, deine Heilungsgegenstände einzusetzen, wenn du verwundet bist. Halte folgendes gedrückt, um... Ja. Was ist da denn? Kleine Energiepaket. Okay. Zungenkribbler. Ich... Wenigstens gehst du nicht mit leeren Händen davon. Delicati. Irgendwas zu essen? Was war das? Gummi, Klinker. Ich vermute mal. Gidigit. Ih, guck mal, wie wir eingesaut sind. Dabei war ich nur mit dem Fuß drinne. Okay, Schlamm. Schockierenderweise. Verlangsamt er uns. Scheiß Blumen. Okay, wir können auch Wachen wegstecken, damit wir wieder normal sind. Und nett. Schlitz. Ein astreiner Treffer. Zum Thema, ich will nicht so viel schießen, weißt du? Und jetzt schießt er. Öffne die Tür. Okay, die waren aber auch wieder... Ich frag mich, ob ich auf diese Dinger hätte schießen können oder sowas. Und bis jetzt brauche ich das nicht. Wir kriegen wieder Energieladung und süßes Zeug. Gesundheitsregeneration. Naja, die Blätter von der Grafik her sehen ja nicht gerade so traumhaft aus. Wir spielen ja übrigens auf der PlayStation 5. Müsste rein theoretisch auch im Titel stehen, weil ich nicht vergessen habe. Ich vergesse auch Dinge. Wir gehen gleich durch die nächste Tür. Ich glaube, das war die Demo-Version auf der Gamescom damals gewesen. Müssen wir gleich auch noch eine Werkbank finden. Wir werden auch erstmal so viel schießen wie möglich. Da irgendwie hochklettern oder so können wir nicht, ne? Nee. Aber wie gesagt, hier sind überall Autos. Und wir können kein Auto fahren. Wir sind... Waschbär. Besiege den Eisenwall. Manche Gegner tragen große Schilde. Du musst den Schild mit Nahkampfangriffen durchbrechen, bevor du den Gegner Schaden zufügen kannst. Hey, wie hat er mich denn da erwischt? Eigentlich ausgewichen. Ja, Ninja. Achso, der ist schon tot. Naja, war ja nicht so ein Ninja, denn wenn er schon tot war und ich da durchgerutscht bin. Delikatesse, Gesundheit regeneriert sich. Ich habe aber tatsächlich habe ich noch nicht auf die Blitze geachtet. Untersuche die Tür.
Okay, damit hat sich erledigt. Level up, Verbesserungen. Du erhältst EP, indem du Gegner besiegst und Quests abschließt. Durch den Stufenaufstieg kannst du deine Attribute um 10 erhöhen. Außerdem erhältst du einen Punkt, mit dem du Fähigkeiten in den Wung Fu und Talentenmenü freischalten kannst. Um dich ins Menü zu begeben, drücke die Optionstaste. Okay, gucken wir gleich mal. Wir kriegen erstmal noch ein paar Pillen. Blaue Pillen, geil. 175 Gesundheitsregeneration. Neue Stufe. Achso, bei einem Stufenaufstieg kannst du ein Attribut deiner Wahl um 10 erhöhen. Wähle auf der Liste des Attributens, das du erhöhen möchtest. Charisma, Glück. Glück ist ja eigentlich auch nochmal gar nicht so schlecht, oder? So ist es schon besser. Mit Glück kann man natürlich, wenn du Stufe aufsteigst, erhältst du Verbesserungspunkte, mit denen du Spezialangriffe und Talente freischalten kannst. Es wird Zeit, deinen ersten Spezialangriff freizuschalten. Den nehmen wir im Nahkampf. Unbewaffnet, Einhabhieb, Doppelwaffenhieb. Zwei Klingen, Dingster und aufhaltsames Schwein. Beende dein Doppel-Nahkampf. Viereck, Viereck, Dreieck. Mit einem Wirbel aus Stechen. Dies ist ein Spezialangriff, der ein super Wung-Fu-Symbol auffüllt, wenn du einem Gegner damit triffst. Achso, das ist das, was wir schon haben hier? Ah, okay. Unbekannte Macht. Okay, wir können irgendwie werfen. Aber wir machen einfach diese Verbesserung. Du kannst jetzt deinen Spezialangriff ausführen, wenn du den entsprechenden Waffentyp ausgerüstet hast. Sobald du mehr Angriffe freigeschalten hast, kannst du sie kombinieren, um den Super Wung-Fu-Status zu aktivieren. Ich habe keine Ahnung, was der Super Wung-Fu-Status ist, aber wir haben uns getuned. Sobald du mehrere Verbesserungspunkte hast, solltest du sie in Talente und Spezialangriffe in Wung-Fu und Talentmenü weiter dingsten. Basis-Nahkampf. Nahkampf. Achso, das ist das, was wir gerade gemacht haben. Talente, allgemein. Glückspilz, deine Beutechance wird erhöht. Deine Chance in Gesprächen zu überzeugen. Saboteur. Waffen. Okay, das haben wir aber alles nicht, weil wir haben es ja uns eigentlich schon. Du bist auf dem besten Weg, einen Spezialangriff auszuführen. Mögliche Spezialangriffe werden unten rechts auf dem Bildschirm angezeigt, um deine Spezialangriffe auszulösen. Drücke die angezeigte Taste, während sie eingeblendet ist. Zweimal Viereck, einmal Dreieck. Gut, das kann ich mir noch merken. Das kriege ich sogar noch hin mit merken. Ein Kribbeltoffi? Ich habe keine Ahnung, das klingt total eklig. Ich will nicht, dass mich ein Toffi irgendwann kribbelt. Das ist das Letzte, was ich möchte im Leben. Das ist eine Tür. Hi. Schau mal, ein Notfallkoffer aus der alten Zeit. Ein seltener Anblick. Das sieht aus wie eine Brechstange. Ach, unsere Jiminy-Grille da ist eine Taschenlampe. Mein Brecheisen. Alte Welt, Kralleisen. Nehme ich auf, aber wir sind ein Zweihandkämpfer, also ist mir das alte Welt-Ding relativ egal. Es sei denn, wir können damit tatsächlich... Oh, guck mal, wie wir rennen. Ah, ist das süß. Also können wir damit vielleicht Türen öffnen, aber nö. Da ist sonst nichts weiter. Das Rohr sieht instabil aus. Das Kralleisen dürfte sich hier nützlich machen. Das heißt, interagieren. So. Einfach an dem Loch. Achso. Okay, vielleicht ist das Kralleisen ja auch keine Kampfwaffe, sondern eher ein Hilfsobjekt. Wow. Okay, wir sind auf jeden Fall kein Geschickter. Höchste Zeit, einen Weg hier rauszufinden. Echt jetzt, ich mein's ernst. Wirklich. Ich komme nicht mehr raus. Ich kann nicht mehr hüpfen. Ja, das rechne ich doch nicht mit. Manu. Niemals zurückgehen. Hi. Der Sprecher wirkt aber tatsächlich ein klein wenig unmotiviert. Der Erzähler. Weiß ich nicht, der wirkt so ein bisschen unmotiviert. Ja, hier rausfinden. Ich mein's ernst. Das
Können wir natürlich. Wir haben es natürlich schon drauf. Das ist ja nicht unser erstes Game hier. Da. Also, das ist der Hammer, ey. Was ist denn da für ein grüner? Kanuppel. Das kotzt mich doch gleich an, oder? Die Morgs erzeugen in ihren Multiorganen Biomaterie, die sie unter Stress abstoßen. Wenn sie absorbiert werden, beeinflussen diese Klumpen auf zellularer Ebene die kodogenen Stränge jedes Lebewesens, dich eingeschlossen. Und? Ich sehe nichts. Ich bin hier auch echt scheiße in der Ecke gelandet, da. Oh, der weicht aber auch nicht hier. Also ausweichen ist nicht unser Ding. Wir müssen, glaube ich, eher parieren. Da meinen die auch mit dem Blitzen. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen darauf aufs Parieren konzentrieren. Jetzt den Todesstoß. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen auf parieren. Du hast einen Bio-Blob absorbiert. Das sind Punkte zum Freischalten von Mutationen. Du sammelst Bio-Blobs, indem du an verschiedenen Orten auf der Welt Morgs besiegst und Behälter findest. Du kannst deine Bio-Blobs jederzeit einsetzen, um Spezialkräfte freizuschalten, indem du den Mutationsabschnitt im Menü begehst. Okay, das ist mein Bio-Blob. Spezialkräfte im Menü. Mutationen. Gehe zum Mutationsreiter, um Psi-Kräfte und Biogenetik freizuschalten und deinen Widerstand zu verbessern. Okay. Achso, Mutation ganz links. Widerstand, Bio. Mottenmund. Eklig. Geheime Galle. Drücke die Taste, auf die du die Fähigkeit gelegt hast, um gemeine Galle zu nutzen. Du speist giftigen Schleim in Richtung, in die du schaust und fügst allen getroffenen Gegnern Schaden zu. Ach ja, klar, warum nicht? Das klingt gut. Mehr Kräfte für dich. Das klingt doch eigentlich gut. Drücke die zugewiesene Taste, um Fähigkeiten zu nutzen und drücke und halte dabei das gedrückt. Okay, also, wenn ich es richtig verstehe, so. Kostet uns das irgendwas? KI, war ja. Wobei wir ja eigentlich nicht, eigentlich kotzen wir um uns herum, aber na gut. Aber es macht uns schon mal nicht selbst Schaden, das ist schon mal so viel wert. Es ist nichts mehr übrig. Okay. Puh, ich soll jetzt wieder hochklettern. Boah. Jetzt will er nicht mehr. Alles im Griff. Weil ich die Stimme irgendwoher kenne von dem. Wir haben natürlich schon gleich gesehen, wo wir hin können. Zu dieser Kiste hier. Ein kleines Gesundheitspaket. Naja, gut, warum nicht? So, können wir uns auf jeden Fall auch noch in der Luft vorwärts bewegen, indem wir Angriffe machen. Hi. Bin eine neue. Hier sind sehr viele Türen. Na gut, ist ein Bunker. Keine Ahnung, was das sein soll. Jetzt blendet die Sonne gerade ein bisschen auf meinen Monitor. Um sich selbst vor dem drohenden Untergang zu retten, baute Toxanol sogenannte Archen. Aber war es bereits zu spät? Nur aus dem Logbuch einer einzelnen zurückgelassenen Arche wird deutlich, dass andere Archen durch die Luft und noch weiter reisten. Die, die zuvor hier lebten, haben wohl nie die Hoffnung verloren, eine neue Heimat für ihre Art zu finden. Tja, 2024 will Elon Musk den Mars bevölkern, also, oder zumindest schon mal hinfliegen. Wer weiß, vielleicht schafft man's.
Weil, aber eigentlich ist der Mars, ja, eigentlich müssten wir eine Welt finden, die genauso ist wie unsere Welt, weil der Mars keine Ressourcen hat. Du hast ein Rätsel gefunden. Doch gibt es überall auf der Welt. Einige öffnen neue Wege, andere bieten dir verschiedene Belohnungen. Um den ausgewählten Knotenpunkt zu ändern, benutze den Stick. Um den Knotenpunkt zu rotieren, drücke Tipp. So viele Rotationen du noch vornimmst, je höher dein Intellekt ist, desto mehr Züge stehen dir zur Verfügung. Oh Gott. Jeder Knotenpunkt hat eine bestimmte Position, in die er rotiert werden muss. Um das Rätsel zu lösen, geh dir vorher die Züge aus, kann das Konsequenzen haben. Oh fuck. Ich hasse Konsequenzen, ne? Achso. So rum rotieren, okay. Nur noch ein paar Versuche. Ja, das war. Ja, ich muss eigentlich ein bisschen mehr denken. So. Wir haben die Konsequenzen gesehen. Es gibt nur wenige Aufzeichnungen über die Ereignisse, die vor Äonen zur großen Apokalypse führten. Doch es ist offensichtlich, dass die Welt für das rücksichtslose Vorgehen der Toxanol Corporation nicht gewappnet war. Ihr Abbau seltener Erze und die Atomindustrie erzeugten Unmengen von Abfall, den sie ohne Rücksicht auf die Zukunft auf Deponien abluden, bis ihnen der Platz ausging. Und dann begingen sie einen gewaltigen Fehler. Sie luden den Giftmüll direkt ins Nass an der Küste ab und verließen sich darauf, dass er sinken und mit der Zeit verwittern würde. Und sie hatten recht. Doch auf die Folgen war niemand vorbereitet. Die Strahlung im Nass wirkte sich auf die Gene der Lebewesen aus und sorgte für bizarre Mutationen bei ihren Nachkommen. Die Auswirkungen auf die Artenvielfalt und das gesamte Ökosystem waren unvorstellbar. Die Natur schlug zurück und die Welt, wie sie sie kannten, brach zusammen. Sie sollte nie wieder dieselbe sein und was davon übrig blieb, wurde zur Heimat ihrer Nachkommen. Ja, das hat so ziemlich den menschlichen Werdegang gut getroffen. Wir zerstören uns selber. Gut. Also, es, wie ich schon gesagt habe, es gab Menschen. Und wir sind einfach nur die Nachkommen der mutierten Tiere, die wir quasi zurückgelassen haben. Das Pengeräusch von funkensprühendem Metall bedeutet nie etwas. Es kommt von hinter dieser Tür. Nie etwas Gutes, wolltest du sagen. Ein Warnzeichen. Dieser Kasten scheint ordentlich Gehirnschmalz zu verlangen. Fuck, Gehirnschmalz? Ah, das wird nix. Du brauchst den richtigen Schlüssel. Naja. Oh Gott, Gehirnschmalz. Oh Gott. Oh, das kann ich doch nicht. Es braucht ein wenig Knobelei, um die Tür kurz zu schließen. Okay, eigentlich nicht wirklich. Geh ich mal von aus. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Na, bitte. Okay. Okay, wenn das schon die Knobelei sein soll in diesem Spiel, dann habe ich keine Angst vor den Rätseln. Also, das. Okay. Ja, ich bin schockiert. Wow, Ein Mensch. Nee, nein. Weiß ich nicht. Luftschlag. Mit einem perfekten Konter. Betäubst du den Angreifer und deinen Gegner. Bei einem betäubten Gegner schwirren Sterne über den Kopf und du kannst ihn in die Luft schleudern, wenn du ihn erneut triffst. Drücke dafür L1. Der Rollende ist zahlenmäßig unterlegen. Du solltest ihm besser helfen. Echt ernsthaft? Ich muss Rolli und. Also jetzt hier Rolli und dem Beinmann helfen, oder was? Zahlenmäßig wir unterlegen, Alter, und er knallt sie hier alle weg, weißt du? Blitzschnell! Also, was auch immer, aber Rolli geht ab. Das nenne ich eine Fleischwunde. Voll ins Schwarze.
immer das ist, aber wir müssen ihm scheinbar helfen. Und seine Knarre ist irgendwie so ein bisschen... Ich finde das... Okay, lass uns mal ein bisschen kontern üben. Komm mal her. Hier, warte mal, das... Oh Gott. L1, okay, warte. Oh, das war der letzte. Mist! Rede mit dem Rollenden, bevor die Verstärkung eintrifft. Ja, erstmal looten. Wir wissen nicht genau, wo er so hingeschossen hat. Rede mit den Rollenden. Ich war noch ein bisschen an Üben. Okay. Wer auch immer hier die jetzt waren und warum auch immer die angegriffen haben, aber... Und wer auch immer der Rollende ist, warum auch immer er irgendwas von uns will, das erfahren wir ja mal bald, ne? Ey, Rollender, was geht? Ein neuer und ein alter Freund. Okay, einfach nur Futter. Hey, Rollner. Wunko Wunturbo. Dolowoya lo yalobatoloyo. Er möchte dir danken, dass du ihn beim Kampf gegen die Plünderer unterstützt hast. Er klingt vertraut. Du weißt nur nicht, wieso. Doluaba voluwa. Mauketo tole ayadre. Er stellt sich als steinalt vor. Er weiß, dass er schon lange fällig ist. Doch noch gibt er nicht auf. Dass du ihn nicht erkennst, wundert ihn nicht. Damals, in jener schicksalhaften Nacht, warst du noch ein Kindling. Es kursieren Gerüchte über eine einäugige Kämpferseele jenseits des großen Walls und er freut sich, dass sie wohl wahr sind. Die Legende des ausgestoßenen, einäugigen Kindlings ist gleichermaßen alt und traurig. Das Kindling hätte jedes sein können. Doch das Böse, vor dem es geflohen war, hatte ein Mal hinterlassen. Eine Narbe im Gesicht, um an das Geschehene zu erinnern. Woran zu erinnern? Die Narbe? Woran erinnern? Tamuk Gabamuktab. Daran, dass Lupalupin dich nach dem Überfall aufs alte Dorf aus irgendeinem Grund am Leben ließ. Sicher hatte er einen Grund dafür, doch welchen? Du bist das Kindling, kein Zweifel. Und was Lupalupin deinem Dorf angetan hat, deiner Mamu und deinem Papu, war der Anfang vom Ende. Kusata geto. Er sagt, es habe lange gedauert, bis du die Vergangenheit bewältigt hast und wieder zurückgekehrt bist. Doch er ist dankbar dafür. Nach dem Überfall zerbrach die Einigkeit. Als Folge der Verderbnis, die über das Land hereinbrach, entzweiten sich die Schüler deiner Mamu und gründeten eigene Stämme. Einigkeit? Worum geht es? Das bevorstehende Unheil durch die Weltenfresser, die drohen, den Baum des Lebens zu fällen, war nie größer. Und der Yagni-Stamm bereitet ihm ebenfalls Sorgen, denn dieser will die Welt säubern und ihren Untergang herbeiführen. Ohne den Baum des Lebens hätte niemand überlebt. Er hofft, dass du dich zumindest an den Baum erinnerst. Kein bisschen. Was für ein Baum? Yggdrasil? In Dialogeinstellung. Standardgemäß sprechen die Dialoge der NPCs automatisch von einer Zeile zur nächsten weiter. Wenn du den Dialog manuell weiterblättern willst, kannst du diesen Optionenmenü... Nö, will ich nicht. Damals in der längst Vorbeizeit. Ah, oh, guck mal, wir sind noch ein ganz kleiner Knibbeliknub. Knibbeliknub. Hey, juhu, hey. Damals, in unserer frühen Kindheitstage.
taufrisch. So ein dieser Elvis-Verschnitt. Fragt, ob du erschöpft bist, da es vom Dorf bis hierher recht weit ist. Er fragt sich, ob deine Mamu weiß, dass du hier bist. Hoffentlich habt ihr ihr Bescheid gegeben. Es scheint ihr egal zu sein. Ist unserer Mamu das, ne? Es scheint ihr egal zu sein, weil wir so ein böser Junge sind. Klingt, als denke er, das stimmt nicht, auch wenn dein Herz sich verfinstert. Nichts ist so stark wie die Liebe einer Mamu. Er versteht, warum du den weiten Weg auf dich genommen hast, um sie zu sehen. Die Kartoffelköpfe. Sind das die Deutschen? Die Kartoffelköpfe, auch Nono genannt, sind ein kleines Wunder. Sie sind irgendwie mit diesem Bäumchen hier verbunden und nähren es. Ich glaub nicht an Magie. Nano, Nono, Kartoffelköpfe klingt besser. Kartoffelköpfe klingt einfach besser. Du könntest recht haben, denn genau wie Kartoffeln stecken sie voller Energie, einer exzellenten Quelle an Ki. Esst mehr Kartoffeln. Die Nono ziehen es vor, sich im Glitzergras zu verbergen. Er meint, du solltest hingehen und es schütteln. Vielleicht lässt sich dann einer von ihnen blicken. Gott. Ja, aber so kann man natürlich auch ein bisschen Sprecherstimmen sparen, wenn man einfach nur Geräusche macht und den Erzähler dann alles erklären lässt, was er überhaupt gerade gesagt hat. Ja, so kann man Geld sparen. Ja, das ist ja gar nicht. Durchwühle das Glitzergras. Ich glaube nicht, dass wir hier derzeit viel machen können, weil das eine Rückblende ist. Leck in den... Ah, kalt, nass. Ich bin noch eine Katze oder ein Waschbär. Oh, wir können gar nicht schwimmen. Wir können ja gar nicht schwimmen. Das weiß ich doch nicht, dass wir nicht schwimmen können. Mann. Weiß ich doch nicht, dass ich nicht schwimmen kann. Das kam jetzt überraschend. Wir sind die ganze Zeit darüber gehüpft, aber als ich aufgehört habe zu hüpfen, sind wir untergegangen. Also vielleicht können wir Wasser überqueren, indem wir hüpfen. Aber sobald wir aufhören zu hüpfen, gehen wir unter. Oder das war noch nicht tief genug. Also schwimmen können wir schon mal nicht. Bleibe ich jetzt mal auf dem Weg. Du hast einen entdeckt. Darauf kannst du stolz sein, denn sie zeigen sich nicht jedem. Die Pensai brauchen die Ki-Energie der Nono, um den Kreislauf zu vollenden und zu einem Baum des Lebens zu werden. Was für ein Pensai? Der kleine Baum, den du da oben gesehen hast, wird einmal zu einem Baum des Lebens werden und die Natur nähren. Er wird zum Herzen des Landes werden. Du wirst ein Netz brauchen, um den Nono zu fangen. Er möchte, dass du seins benutzt und sanft vorgehst. Die Nono sind empfindliche Wesen, eine Verkörperung des Ki, der Urenergie. Reifennetz erhalten. War zärtlich. Du schwingst dieses Netz wie ein Naturtalent. Er ist beeindruckt. Ich finde es so furchtbar, den Sprecher da. Er ist für jede Hilfe dankbar. Da draußen gibt es jede Menge Nono, die zu den Wurzeln des Pensai-Baumes geleitet werden müssen. Wo finde ich sie? Wie viele sind nötig?
Oh, es braucht eine stetige Zufuhr an Ki für die nächsten 20 Monatszwölfer, also unzählige. Er hofft, dass der Baum eines Tages hoch genug ragt, um die Welt zu erhalten. Das hofft Elvis. Aber heute solltest du dich darauf konzentrieren, dass dieser eins mit dem Baum werden kann. Das heißt, wir müssen ihn zurückbringen. Okay. Jetzt müssen wir auch noch Ki-Energie für die Welt sammeln. Ich bin aber böse. Scheiß auf die Welt. Darf ich niemand mehr böse sein? Hallo, Bäumchen des Lebens. Alles gut bei dir? Ja, er wächst. Auf gruselige Weise. Jetzt, da du die Verbindung der Nono zum Baum mit deinen eigenen Augen gesehen hast, gibt es keinen Grund mehr zum Zweifeln. Ab heute besteht sein Lebensziel darin, den Pensei zu hegen und zu pflegen, bis er zu einem Lebensbaum wird. Nicht nur zum Wohl des Dorfes, sondern zu dem aller Lebewesen. Der Typ nervt total. Eines Tages wird der Frieden gestört werden. Dann wird nicht einmal mehr deine Mamu alle schützen können. Die Auswirkungen der rücksichtslosen Handlungen derer, die zuvor hier lebten, sind bereits sichtbar. Wenn sich nichts ändert, sind alle verdammt. Das Land wird die Folgen der Nebeneffekte des industriellen Fortschritts der alten Welt nicht überstehen. Er meint, du solltest lieber rasch zurück ins Dorf, bevor deine Mamu nach dir sucht. Sie hat nur... Du hast heute gute Arbeit geleistet. Ich sollte ihr keine Sorgen bereiten, sie hat eh nur Wung Fu im Kopf. Ich mag meine Mama nicht. Das stimmt nicht. Wegen ihr gibt es Einigkeit und nur sie ist stark genug, um die 6 Schüler des Wung Fu zusammenzuhalten. Haben wir uns damit dunkel gemacht, weil ich ja immer gegen unsere Mama gegangen bin? Er hat dich für eine Weile verloren, doch keine Erinnerung ist allein. Sie gehört zu einer Spur, der du folgen kannst. Er erinnert sich an jeden einzelnen Tag, an dem er den Baum des Lebens pflegte. Doch jetzt fürchtet er, dass es vergebens gewesen sein könnte. Der Baum begann zu welken, als die Endtage begannen. Bald danach tauchten die Weltenfresser auf. Die Weltenfresser? Die genetische Evolution nach der Apokalypse, die durch die Toxanol Corporation herbeigeführt wurde, führte zu einer explosiven Mutation der Weltenfresser-DNA. Das scheint die Map zu sein. Sein Freund Gizmo arbeitet an einem Mekton. Er braucht Hilfe, um den Jumbo-Knäuel am Ende der Westwurzel zu besiegen. Den Jumbo-Knäuel? Wiss repariert immer noch seinen Oktopod, um sich dem Trübschnauber zu stellen, der tief unter der Oberfläche am Ende der Nordwestwurzel lauert. Noko hat den Mute gezähmt und bereitet alles für den Kampf gegen den Hufschnauber am Ende der Ostwurzel vor. Glibbo ist endlich so gut wie fertig mit der Arbeit am Glibbergleiter. Mit ihm kannst du auf den Wellen reiten, bis zum Pummelschnauber, ganz am Ende der Südostwurzel. Hören sich alle sehr gefährlich an. Steinalt sagt, seine Freunde rüsten sich für den Kampf gegen die Weltenfresser. Am Ende jeder Wurzel befindet sich einer von ihnen. Dies wird kein leichter Weg, doch er zählt auf deine Hilfe. Allein können seine Freunde es nicht schaffen. Sie sind nicht stark genug. Er will dir zu verstehen geben, dass ihr alle sterben werdet, wenn der Baum nicht gerettet wird. Wirklich, Pummelschnauber?
Er meint, Namen besitzen Macht. Um sie zu schwächen, gab er ihnen diesen Namen. Für ihn ist besonders Pummelschnauber sehr persönlich, da ihm diese fleischfressende Bestie das Bein genommen hat. So oder so werdet ihr euch wiedersehen, sobald du deine Rolle beim Stammeskrieg und den Weltenfressern erfüllt hast. Du Wobu. Hey, das Netz. Stange-Netz. Eine andere Welt. Schicksal der Welt. Ein bisschen anstrengend, das Gereden von denen immer, dieses Boko-Boko und passte nicht ganz so irgendwie rein. Hat so langsam hast du es raus. Hat gestört. Viel schöner, wenn die normal alle reden können. Am schnellsten geht es durch das Dach raus, wo sie reingekommen sind. Das Seil sollte dir genug Halt bieten. Das kriegen wir doch bestimmt hin. Ich glaube, ab jetzt geht's erst richtig los. Ich glaube, wenn wir jetzt dieses Seil hochklettern, kommen wir raus. Da gehe ich tatsächlich mal, das ist ein langes Seil, ganz stark von aus. Strommast! Na gut, hinter diesen Hügel gucken wir aber erst in der nächsten Folge. Deswegen sage ich jetzt einfach, ich mache das eigentlich nie, mich verabschieden, aber ich verabschiede mich jetzt einfach mal und ja, sag. verabschiede mich einfach und sag bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss. Eine Folge kommt noch, ne? Kommt, glaube ich, gleich nach der Folge hier. Also sind, könnt ihr gleich weitergucken. Und um 18 Uhr machen wir einen Livestream davon, ne? Tschüss.